Hallo liebe Zockerfreunde und willkommen zurück zur Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Wir sind immer noch auf dem Weg zu Kolonie 6 und haben da vorhin auch so einem Jungen geholfen und irgendwie ist Kolonie 6 doch weiter weg, als ich dachte. Und irgendwie müssen wir jetzt nochmal das Lager dieses Jungen aufsuchen. Und vorher wollte ich nochmal einen Blick hier reinwerfen. Okay, er hat was gelernt. Heilt beim Ermutigen gleichzeitig, das ist schon mal cool. Mehr wollen wir hier, glaube ich, gar nicht. Und genau, er hat eine neue Technik gelernt, die wir jetzt nicht gelernt haben soweit. Schwertramme. Stoß mit der Waffenspitze, der großen Schaden verursacht. 90 Sekunden Aufladezeit. 1000 Schaden. Kriegsschwung. Drehschlag. Der macht allerdings, gut, der trifft mehrere Gegner. Ist zum AOE-Tanken, wie man so schön sagt, wahrscheinlich nicht so schlecht. Also eigentlich würde ich das hier mal wegtun. Weil das ist zwar ein Schild, was 100% wegblockt, aber er kann sich halt auch nicht mehr bewegen und nicht mehr angreifen. Das ist, glaube ich, für Aggro etc. irgendwie alles schlecht. Von daher würde ich ihm mal die Schwertramme stattdessen geben. Ich würde mal zumindest hier mal immer eine Stufe leveln. Das ist ja nicht so teuer. Reduziert physischen Schaden, füllt allmählich die Spezialanzeige. Also die beiden Auren sind, glaube ich, mit so am wichtigsten fürs Tanken. Einmal weniger Schaden oder dafür auch weniger Angriffskraft. Und einmal die Wut der Feinde steigert. Kann ich jetzt aber nicht mehr machen. Also die beiden Auren würde ich, denke ich mal, bei Ryan irgendwie beibehalten. Der Niederschlag ist ganz wichtig. Also die drei Sachen hier sind schon mal Pflicht. So sehe ich es zumindest im Moment. Aura-Explosion. Verfügbar, wenn eine Aura besteht. Senkt Feindestärke. Das ist natürlich so als Support ganz nett. Minus 25% Stärke für die Feinde. Ja, ich glaube, das Setup finde ich so gar nicht so schlecht erstmal. Gut, Knochenhaken, Kriegsschwung, Schwertramme, Knochenhaken, Aufladen. Gut, es lädt natürlich super schnell auf, im Gegensatz zu 90 Sekunden, aber das macht mega viel Schaden. Also ich glaube, das ist wichtig, Wuterhöhung für den Tank. Ich glaube, zwischen den dreien müsste ich mal gucken, wenn nochmal Sachen dazukommen, was sich denn so anbietet. Aber erstmal lasse ich es so. Okay. Naja, eigentlich hat er mir ja gesagt, ich soll hier hinten zwischen den Bergen... Da ist auch noch ein Harmoniegespräch. Das habe ich noch nicht benutzt. Das heißt, ich würde zumindest mal hingehen, auch wenn ich es noch nicht durchführen kann. Ich meine, das weiß ich natürlich noch nicht. Dass ich es zumindest schon mal in meinem Logbuch habe. Oh nein, oh, Autorennen, wäre ich fast über die Klippe gerannt. Dachte ich mir schon, dass dieses Harmoniegespräch noch nicht verfügbar ist. So, da steht noch ein Questgeber und dann scheint das prinzipiell unser Weg zu sein. Also diese gelbe Linie, die verhält sich teilweise schon ein bisschen seltsam. Ich glaube, da hinten rennt auch dieser Questgeber rum. Aber wahrscheinlich will er auch nur, dass ich hier X von diesen Viechern ummöbel. Ach nee, das ist gar nicht der Questgeber. Das ist irgendein Flüchtling, der hier rumrennt. Ich bin so froh, dass Juju in Sicherheit ist. Unser Lager ist am See etwas weiter südlich. Ihr könnt dort gerne Rast machen. Da gibt es auch noch jede Menge Questgeber. Und eine Stelle zum Hacken. Hallo. Hallo. Hey, ich muss euch was erzählen. Ich habe während eines Gewitters einen riesigen Schatten gesehen. Hier auf der Ebene. Er bewegte sich in Richtung Seragul. Also falls es dieses Level 87 Name-Viech ist, das habe ich auch gesehen. Ob das vielleicht ein Monster gewesen ist? Falls ja, haben wir nicht die geringste Chance. Könntet ihr es nicht für uns töten? Nee. Ja, also... Ich vermute mal, wenn das jetzt schon ein Quest ist, den ich hier bekomme, dann wird das nicht der ganz große gewesen sein. Ja, wir machen das schon. Harmonie verändert. Sie hat noch mehr Quests. Darf ich euch erneut um einen Gefallen bitten? Ich habe etwas in der Nähe der Himmelsbühne zu erledigen. Leider treibt sich dort ein fieses Monster herum. So kann ich meiner Aufgabe nicht nachkommen. Also die hat noch mehr Herausforderungen, richtig?
Also ich habe das Gefühl... Ach nee, das heißt ja nur, dass das ein sehendes Monster ist und in meinem Levelbereich. Langsam fühle ich mich auch diesen Named ein bisschen gewachsen, wobei ich dafür noch gerne mal meine Gruppe vervollständigt hätte. Und dann könnte man solche Viecher nochmal angehen und ausprobieren, ob man dann irgendwie eine Chance dagegen hat. Aber die letzten Male waren ja nicht so von Erfolg gekrönt. Was treiben die denn hier? Er hätte uns auch mitnehmen können mit seinem Fahrzeug, ne? Oder sie? Nee, er. Oder? Where have you been? Juju! Ah! Also diese Visionen immer sind uncool. Don't tell me you were... I've told you 1000 times. We're not ready to leave the camp yet. Die Kleidung von ihr schon wieder. Juju! Sorry, Sharla. That gear. You must be survivors from the defense force. Is Colony 6 okay? Did Gaddo make it? Hold on. What are you talking about? We've come from Colony 9. Colony 9? They saved me from some monsters. This is Ryan and Shulk. Oh, so you're not from Colony 6. Thank you for helping Juju. I'm his sister, Sharla. I told them they could rest here, with us. Did you now? Well, all right. I suppose that's only fair. Did something happen to Colony 6? Actually, we're heading there ourselves. Colony 6 has been... our home. It's been occupied by the Mekon. No. Keine Überraschung. I'll tell you about it inside. Follow me. Sharla. Ist das ein neues Party-Member für uns? Oder Party-Memberin? Oder wie man es auch immer sagen will. Ja, auf jeden Fall... Ist sie natürlich wieder JRPG-mäßig typisch bekleidet. Knappes Höschen, knappes Oberteil, bauchfrei. Die Strapse fehlen noch, ehrlich gesagt. Aber ansonsten trifft es das ganz gut. Geh mal eben die Nebenquests hier annehmen. Der Beruf meines Vaters ist es, alles zu beschützen, aber er kommt einfach nicht nach Hause. Ob er die ganze Zeit arbeiten muss? Ach so, es war das Noppon, mit dem ich gesprochen habe und nicht das Flüchtlingskind. Meine Schwester ist so traurig. Oder war das eine Schwester? Ich habe es nicht so genau gesehen. Habt ihr nicht etwas, womit sie spielen kann? Sie liebt Käfer. Hier gibt es wenig Ablenkung für kleine Kinder. Sammelmission. Danke. Hi there. Hey, wollt ihr ein Geheimnis wissen? Ist ein besonderes Geheimnis, das ich nur euch erzähle. Also psst, nicht verraten. Worum genau geht es denn? Dann passt mal auf, ne? Es gibt eine unerschöpfliche Ätherader hier in der Nähe. Die habe ich, glaube ich, schon auf der Karte vorhin gesehen. Unerschöpflich, hm? Davon hätte ich aber schon mal gehört. Das kaufe ich dir nicht ab. Klingt zu gut, um wahr zu sein. Dann glaub's halt nicht. Ist nicht mein Problem, ne? Wer nicht will, der hat schon. Na, wir können ja mal vorbeischauen. Kann ja nicht schaden, aber irgendwas ist faul daran. Also was nun? Geht ihr oder geht ihr nicht? Entscheidet euch mal. Eine unerschöpfliche Ätherader existiert angeblich ganz in der Nähe. Verlasse das Lager, wende dich nach rechts und suche eine kleine Höhle. Verlass das Lager, ja. Un geht dann nach rechts an der Klippe entlang. Ist das ein Schreibfehler, das Un, oder ist es absichtlich so? Dort ist eine Höhle. Da müsst ihr rein. Also viel Glück und so. Ah ne, scheint Absicht zu sein. Gut, ich kümmere mich darum. Was haben wir hier in der Mitte? Was machen die hier? Wurde das schon geklärt? Ne, ne? Früher war ich mit meiner Frau oft Glühwürmchen beobachten. Unser Lieblingsort dafür ist jetzt aber voller Monster. Könnt ihr sie von dort vertreiben? Monstermission. Kann ich hier durch? Aber ich muss, glaube ich, darauf. Hätte ich auch anders rumrennen können.
Aber eine schöne Oase haben sie sich hier ausgesucht, oder? Was auch immer sie hier treiben mit dieser Maschine im See. Öl abbauen, keine Ahnung was. Irgendwie müssen sie ihre Fahrzeuge betreiben. What is it? Ich war letztens in der Nähe der Regal-Brücke spazieren. Ich dachte, da gäbe es nicht so viele Monster. Trotzdem wurde ich angegriffen und konnte nur knapp entkommen. In der Panik habe ich ein Andenken an meinen Freund verloren. Könnt ihr es vielleicht für mich suchen? Suchmission 1. Böses Monster hat sich an Lieblingsplatz eingenistet. Wollte in der Nähe von Kolonie 6 Happy Happy suchen, das war's. Haut es kaputt, bitte. Herausforderungen. Ah, noch mehr Herausforderungen. Greetings? Einer davon war unglaublich groß. So, haben wir mal alle Nebenmissionen hier angenommen. Und schau mal jetzt, was uns... Ah, wie war ihr Name nochmal? Irgendwas mit SH am Anfang, ne? Auf jeden Fall Yuyus Schwester. Ist sie Schala oder so? Oh, ich hab's gerade nicht mehr im Kopf. Wie immer habe ich das eine oder andere Problem, mir Namen einzuprägen. Aber das müsstet ihr schon festgestellt haben. Harmoniegespräch. Ist noch nicht verfügbar. Sind ganz schön viele Harmoniegespräche nicht verfügbar. Schala hieß sie, genau. Unser Zuhause, Kolonie 6, wurde von den Mechon angegriffen. Würdet ihr mal einen Augenblick zuhören? Ja klar, darum sind wir doch hier reingekommen. We had already fought off the Mechon a year ago. At the Battle of Sword Valley. It left us with a full sense of security. The Colony 6 Defense Force didn't even notice the approaching Mechon. By the time the air raid siren sounded, a swarm of Mechon had blackened. Wie in Kolonie 9, würde ich sagen. They ate people and burned our buildings. Me and Juju dedicated ourselves to evacuating the children and elderly. I don't know what happened next. It's just like what happened to Colony 9. They attacked your colony as well. Yes. It's good that you managed to evacuate so many. We have a Tharon, the Colonel, to thank for that. Him and Gaddo. This Gaddo? He would have been my husband by now if not for all this. Cheer up, you two. We can't lose hope just yet. I'm certain Gaddo and the other soldiers are alive. They're still fighting. I can feel it. You're on your way to Colony 6, right? You bet. We're up for some revenge. I bet we can even get your colony back. There you go, showing off again. If anyone can do it, it's you two. Could you take me with you to the colony? What? The people here need us. How many times do I have to tell you? But you heard the Mechon attack Colony 9. That means a load of them have left Colony 6 already. It has to. Even if that's true. No, especially if it's true. We cannot expose the camp to any more danger. So, you don't care what happens to the people in the colony? How can you be so heartless? Are you that scared of the Mechon? Oi, kid! Ryan! You ought to know how Charlotte feels. Watch your mouth and have some respect. What? Warum mischt sich denn jetzt da ein? I'll go and make dinner. Jo, haben alle ihre Verluste gemacht. Hard on him. Oder vermissen ihre Angehörigen etc. Ryan, you really remind me of Gaddo when you get angry. I do? Gaddo's taken care of us ever since we were young.
I always saw him as a big brother, really. But he was more of a father to Juju. He'd call him kid whenever he told him off, just like you did. I don't think I'm ready to be someone's old man just yet. Wait, Shulk. Did it happen again? Yeah. You had another vision. Oh no! No! Und Juju haut alleine zur Kolonie 6 ab. Womit wir unser neues Party-Member haben? Fragezeichen. He's gone. He's going to Colony 6 on his own. Stupid kid. We have to hurry. Something bad's gonna happen. What did you see? A deep valley. Everything's engulfed in flames. There's a black shadow. It kills Juju. Is it the Mekon with the metal face? Yeah. Where does it happen? Is it near Colony 6? I'm not sure. I think so. Let's get after him, Shulk! Hold on a second. What was all that about? I know you won't believe this. Kleidung, ey, ich geh kaputt an sowas. The future? That's not possible. That's what I thought too. I still can't explain this, but that vision I had will come true unless we stop it. So you're telling me Juju's in danger? Believe it or don't believe it, that's your call. But I wouldn't be standing here if it weren't for Shulk's visions. Juju. Es fehlt noch eine Kamerafahrt an ihrem Körper entlang, ehrlich gesagt. Oh, okay. I can't say I believe you. But what have I got to lose? I like the way you think. Sharla, you're... What? No, nothing. Oh. What are you doing? Let's go and find Juju. When you talk like that, you sound just like Gaddo. That's how I know it's not worth arguing. What am I, some kind of Gaddo substitute? Ah, die beiden mögen sich, merkt das schon. I saw it in the vision. But I can't stop her coming with us. I don't know how I can protect her. But I have to do it. I will change the future. Ja, ich würde sagen, das klären wir vor Ort, wie wir das machen. Juhu! Ein aktives Gruppenmitglied. Stärkung und Schwächung. Achte auf Stärkung und Schwächung im Kampf. Reinigungsschuss. Heilt Schwächungen und verleiht Schwächungsimmunität. Ach, sie ist eine Fernkämpferin oder was? Mit Gewehr? Nice. Stärkende Effekte werden Stärkung, schwächende Effekte werden Schwächungen genannt. Danke. Danke für diesen Hinweis. Unterstütze deine Gefährten mit Stärkungen, Schwächungen sollten so schnell wie möglich kuriert werden. Schalas Reinigungsschuss heilt bestehende Schwächungen und schützt vor zukünftigen. Beispiele für Stärkungen, unterschiedliche Stärkungen und Schwächungen. Physische Barriere reduziert physischen Schaden, Schadensimmunität tilgt Schaden bis zu einem bestimmten Ausmaß. Schlaf, der Schlafende wird kampfunfähig und erleidet durch jeden Angriff kritischen Schaden. Blutung, der Blutende verliert kontinuierlich KP. Tutorial hinzugefügt. Taktiken Schala. Schalas Spezialtechnik abkühlen. Meine Spezialtechnik kühlt meinen erhitzten Gewehrlauf ab. Meine Spezialangriffe, meine Spezialanzeige füllt sich nicht durch Autoangriffe, sondern durch den Einsatz von Techniken auf. Die Spezialanzeige entspricht der Erhitzung meines Gewehrs. Überhitzt es sich, werden vorübergehend alle Techniken versiegelt. Ich sollte also rechtzeitig das Abkühlen aktivieren. Hä? Nochmal. Meine Spezialtechnik kühlt meinen erhitzten Gewehrlauf ab. Meine Spezialanzeige füllt sich nicht durch Autoangriffe, sondern durch Einsatz von... Ach so, sie muss Techniken einsetzen, damit sie Abkühlen einsetzen kann. Und sie muss Abkühlen einsetzen, damit sie ihre Techniken einsetzen kann. Verstehe ich das richtig? Die Spezialanzeige entspricht der Erhitzung meines Gewehrs. Überhitzt es sich, werden vorübergehend alle Techniken versiegelt. Ich sollte also rechtzeitig das Abkühlen aktivieren. Mein Fachgebiet sind heilende Äthertechniken. Mein Heilschuss kuriert kleinere Verletzungen im Nu.
Dein Schildschuss ist auch praktisch. Er erleichtert das Kämpfen erheblich, vor allen Dingen, wenn du ihn direkt zu Kampfbeginn einsetzt. Wenn Gefährten unter Schwächung leiden, kommt mein Reinigungsschuss zum Einsatz. Und das Beste, er wirkt auch präventiv als Schutz gegen Schwächung. Wenn ich also voraussehe, dass einer von uns mit einer Schwächung belegt werden wird, kannst du mit dieser Technik die Zukunft ändern. Hier sind auch noch Schmiedehinweise. Unterstützung durch Charaktere mit hohem Harmoniewert. Es kann passieren, dass ein Charakter, der einen hohen Harmoniewert mit Werfer und Techniker teilt, in den Schmiedeprozess eingreift. Durch die Unterstützung erhöht sich die Anzahl der Würfe, mit denen der Werfer nachfeuert und somit die Reinheit der Substanzen. Okay, haben wir sonst hier auch irgendwo einen roten Punkt dran? Oh ja, Schwächungs- und Stärkungstutorial, die werden auch neu sein. Schwächung 1. Okay, hier werden einem alle Schwächungen erklärt im Detail. Das ist prinzipiell nett, aber die lese ich jetzt nicht alle durch. Das könnte ich mal offline machen, wenn ich mich ein bisschen mehr damit beschäftige. Okay, wir haben Schala an unserer Seite. Na. Ich muss mir zumindest mal angucken, was sie kann. Heilschuss. Geschoss mit Heiläther, das die KP eines Gefährten heilt. Und zwar 241 bis 265. Wie viel heile ich denn so? Ja, es ist ungefähr genauso viel. Also meiner ist ja schon hier ein bisschen gelevelt beim Schulk. Stufe 2 macht 312 und sie, ja, man könnte ja mal gucken. Achso, nee, Stufe steigern. Ja, ist schon ein bisschen weniger. 25 Sekunden Cooldown. Ja, ist ein bisschen weniger als ich. Oder vielleicht geht auch meine Skillung mit in die Anzeige rein. Ich habe auch, glaube ich, schon irgendwas geskillt in der Richtung. Geschoss mit Heiläther, dass sie... Ach so, boah. Ah, das ist nicht schlecht. Das heilt schon relativ viel. Stark heilt, hat allerdings auch eine lange Abklingzeit. Reinigungsschuss... Tiltschwächung verleiht kurzzeitig Immunität, Schildschuss erzeugt eine Ätherbarriere, die Schaden absorbiert. Donnerschuss, Zweier-Kombo, die bei fliegenden Gegnern kritische Treffer landet. Hypnotisches Äthergeschoss, das einen Feind einschläfert. Starkes Geschoss, das in gerader Linie die Feinde schwanken lässt. Ja, gut. So, sowas könnte man, also die ist schon als Supporterin ganz nett. Sowas könnte man dann überlegen, ob man das wegmacht oder auf einem anderen Charakter wegmacht, weil jetzt haben wir schon drei Leute, die dann was zum Schwanken bringen können. Ich glaube, er hatte auch irgendwas, oder? Wirft schwankende Feinde um. Ah nee, der hatte gar nichts. Aber ich habe zwei Sachen, die man... Naja, noch hat sie ja eh nicht mehr Skills. Aber ich würde sagen, boah, wir haben ganz schön viele, was wir verteilen könnten hier. Was macht denn das hier? Wirkungsdauer und Aufladezeit. Aufladezeit, Wirkungsdauer. Ja. Also bei ihr würde ich erstmal voll auf Heilung und Support gehen. Die Frage ist eh, wie lange sie uns erhalten bleibt. So, einmal die große Heilung. Vielleicht muss ich dann auch ein bisschen weniger heilen. Dann müssen wir noch gucken, was sie für Talentbäume hat. Achso, jetzt kann ich mir natürlich auch Sachen von ihr besorgen. Charakterzüge. Hingabe, Geduld, Zuversicht. Erhöht die physische Abwehr, erhöht die Ätherkraft. Steigert bei physische Abwehr bei Kampfbeginn. Kampftalent, Ätherkraft steigt, wenn KP unter 50% fallen. Talent abkühlen wirkt schneller. Okay, das ist mehr kampforientiert. Hingabe. Ich glaube, das tragen mittlere Ausrüstung. Heilungstechniken wirken in Angriffsketten stärker. Kampftalent erhöht die Reichweite von Fernangriffen. Erhöht die Agilität. Heilungstechniken laden sich schneller wieder auf. Das geht so ein bisschen Richtung Heilung. Äthertechniken fügen mehr Schaden zu. Erfolg beim Anfangsruf gewährt Gruppe physische Barriere. Das ist auch nicht so schlecht. Steigert physische Abwehr und Ätherabwehr von mittlerer Rüstung. Mut steigt durch erlittenen Schaden. Erlaubt das Tragen. Ne, ich glaube, Hingabe hier ist erstmal okay. Das lassen wir mal so. Danach müsste ich tatsächlich mal gucken. So, kann ich hier was übernehmen? Nö. Nö. Wo bin ich jetzt hier? Bei Ryan. Mittlere Ausrüstung, das brauche ich nicht. Halt beim Ermut. Ja, das könnte man doch mal übernehmen.
Naja, gut, das ist auch wieder sinnbefreit. Und hier geht noch nichts. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg und schauen mal, dass wir ihren Bruder gerettet bekommen. Hm? Und sie natürlich auch. Sie weiß es noch nicht, aber die Aussichten rund um ihr Leben sind auch nicht gerade rosig. So, hier steht irgendwas Rotes rum. Da hinten ist unser Ziel. Ach so, bist du named? Wo ist hier die Seite? Hier. Boah, ich könnte ja den hier auch mal machen. Naja. Das ging schnell. Irgendwas zum Einsammeln. Mottenkriecher. Shala, do you know which way Juju went? There are quite a few ways to get there from here, but he's in a buggy, so I think he'll take Ragwell Bridge. Ragwell Bridge? It's not far. It's a really old bridge built around the time Colony 9 was founded. Okay, let's make that our next stop. Sounds like a plan. Sharla, you stay back. Leave any monsters up to me and Shulk. What? You think I can't pull my weight in battle? Ich finde sie eigentlich ganz nützlich. Experience as a medic. If you get hurt, I can use Ether to patch you up. Nice. I'm always getting roughed up. You'll be a big help. Er hat schon wieder eine Bruchlandung hingelegt, oder was? Willst du mich veräppeln, Kleiner? Vielleicht solltest du noch kein Auto fahren. Come on. Who put this barrier in the way? Oh, now the front suspension's all twisted up. Looks like I'll have to walk it. They're all cowards. I'll show them all. Gut. Ich bin noch nicht so hundertprozentig sicher, wie ich das mit der Gruppenzusammenstellung handeln soll. Beziehungsweise was die... Also ich gehe mal davon aus, dass sie uns jetzt schon mehr oder weniger dauerhaft erhalten bleibt. Hoffe ich zumindest. Sie ist Heilerin, er ist Tank. Ich weiß noch nicht, wo ich Shulks Rolle so sehe, weil er ist ja schon irgendwie so ein bisschen Semi-Utility. Er macht ein bisschen Schaden, aber er hat auch so Support-Funktionen wie seine Heilung halt. Und bisher habe ich ihn ja auch so ein bisschen als Mischcharakter spielen wollen, aber dann habe ich eigentlich niemanden in der Gruppe, der einfach mal dediziert auf Schaden geht. Ne? Die Frage ist, brauche ich das oder kriege ich Shulk in die Richtung? Weil Shulk ist der Hauptcharakter, den will ich eigentlich schon dauerhaft spielen. Naja, mal gucken, wie sich das so gibt. Ach, ich habe beim letzten Mal ja auch noch jede Menge Edelsteine bekommen, die wollte ich mir eigentlich auch nochmal angucken. Aber das machen wir jetzt nicht. Vielleicht könnte ich mir ja mal unten dieses Äther-Dingens da anschauen. Da sind wir ja quasi auf dem Weg hin. We can't lose. Don't let a single one escape. This one's mine. Hammer! So, direkt mal durchziehen hier. Chain Attack Time. Ja, das wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen übertrieben hier für die Mini-Wölfe. Okay, das ist schon Mission erfüllt. Ein Wolf umgehauen. So, das war der Anführer.
I'm turning up the heat. Don't give him an inch, Ryan. That was too easy. Okay. Let's not lose our heads. Das war einfacher als gedacht. Let's get going. Wo wollte ich jetzt hin? Ja, eigentlich genau in die Richtung erstmal. So, wir müssen in die Höhle da rein. Okay, das machen wir beim nächsten Mal, würde ich sagen. Dann gehen wir einmal in die Höhle rein und schauen uns um, was es mit diesem Äther da auf sich hat. Wir haben ja wie immer Zeit, wenn wir unserer Hauptmission nachgehen. Mechons bekämpfen, den Jungen retten, das hat alles ein bisschen Zeit. Wir gehen erstmal hier in die Höhle und schauen uns an, was es mit dem Äther auf sich hat. Und dann gehen wir dem Jungen hinterher, mit der Abbaustelle da. Ich sage an dieser Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.